So, hallo Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Jetzt sollte es auch nicht mehr so dolle laggen. Ich habe mal meinen Desktop ein bisschen aufgeräumt. Ja. Meine Fraps-Aufnahmen, hör auf in der Puppel, in die Nase und so. Werden nämlich auf dem Desktop gespeichert und bei The Book of Unwritten Tales macht er öfters mal diese Schnitte, die man auch öfters merkt. Deswegen, ja, mein Desktop war voll von den letzten paar Aufnahmen. Ich weiß nicht, wie viele das waren. So, auf jeden Fall sprechen wir jetzt mit dem Wuppermann. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Na nu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohl ein junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Sie sind ein Schauspieler, nicht wahr? Was hat es mit diesem Käfiggönnen auf sich? Sie sind ein Schauspieler, nicht wahr? Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat, aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Aber meine kleine Jahrmarkt hier betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Meister Markus sagt, Sie seien sehr reich. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? Ganz recht, Goldherr. Und wenn es so wäre? Dann müsste ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich über erstaunliche Fähigkeiten verfüge. Ich könnte dich hypnotisieren und dir weismachen, du seist ein gegarianischer Mudifrosch. Ich will sie ja gar nicht ausrauben. Ein Haufen Gold, so. Ich habe so viel Gold hier. Aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Da hat sich das gerade irgendwie ein bisschen überschnitten. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Das kenne ich jetzt auch zum ersten Mal nur, aber egal. Darf ich einmal Glücksrad spielen? Sie können vielleicht die Zukunft voraussagen. Was hat es mit diesen Käfigen auf sich? Diese Käfige? Was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Ja. Der Bertram, der ist ziemlich dick, oder? Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch? Ja. Ist das Eichhörnchen nicht sehr still? Das Eichhörnchen ist nicht nur unsichtbar, sondern auch ziemlich still, oder? Vielleicht schläft es. Ja, vielleicht. Oder vielleicht ist da auch gar nichts drin. Sie sind sich sicher, dass da ein Eichhörnchen drin ist? Aber selbstverständlich! Es ist das einzige unsichtbare rosa Eichhörnchen in Gefangenschaft. Sie sind sehr selten. Sie können wirklich die Zukunft voraussagen? Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Ja, bestimmt. Der Beste. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen?
Können Sie mir vielleicht die Zukunft voraussagen? Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Hui, unheimlich. Also komm. Pokus, Pokus. Ich sehe die Zukunft. Was willst du wissen? Wird dieses Abenteuer ein gutes Ende für mich haben? Was wird heute noch alles geschehen? Welche Frage werde ich Ihnen als nächstes stellen? Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Du, also... Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Oh. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Trotzdem danke. Das war sehr... interessant. Ja, ja. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Ja, hast du aber gut bekannt. So, normal. Hallo. Huhu. Bilbur, was kann ich für dich tun? Ich glaube, mit dem Eichhörnchen stimmt etwas nicht. Darf ich einmal Glücksrad spielen? Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. So. Dann versuchen wir es mal, ne? Wie funktioniert das? Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün und Blau. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Also gut. Welche Farbe willst du? Welche Farbe? Rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Ah, das war leider völlig daneben. Oh. Willst du es noch einmal versuchen? Nee, ich gewinne sowieso nicht. Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Oh ja, kommt schon, so. Als allererstes machen wir jetzt, jetzt den hier. Tausche die Kristallkugel aus. Wie soll ich das machen, ohne dass dem Schausteller etwas auffällt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, hier können wir jetzt erstmal gar nichts mehr machen. Wir gehen mal hier lang. Jetzt sind wir nämlich hier. Hallo. Da kann ich leider noch nicht hin. Meine ich. Nee. Brauchst du gar nicht hingehen. So. Gehen wir nochmal in die Stadt. So. Wir brauchen was, damit wir noch kleiner werden. Und wir müssen Garn haben. Den Garn kriegen wir durch ihn. Und das kriegen wir, wenn wir den Meister der Diebe besiegt haben. Das kleinere davon... ich meine, das kriegt man im Sumpf, aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich gehe mal kurz nochmal zu ihm hier. Und guck nochmal hier. Ein alter Stoff-Teddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Ah ja, gut, wie du meinst. Betrachte nochmal den Koch, die Kochnische. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Nein. Aber ich... Nur für Schüler. Oh. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Nein. Nein. Nur für Schüler. Aber... Nur für Schüler. Okay. Darf ich schon mal mit dir reden? Meister Markus? Ja? Hallo. Wie war das nochmal mit der Robe? Keiner der Zauberstäbe des Krämers hat funktioniert. Ich war beim Krämer und habe alle seine Zauberstäbe ausprobiert. Nicht einer hat bei mir funktioniert. Hm. Das kann zwei Gründe haben. Entweder war der für dich richtige Stab einfach nicht dabei, oder in dir steckt noch weniger Magie, als ich gedacht habe. Vielleicht hast du es dir nur nicht doll genug gewünscht. Du weißt ja,
Nur ganz fest dran glauben reicht völlig aus. Ohne Stab kann ich dich zumindest nicht ausbilden. Ich werde schon einen Stab bekommen. Naja, kriegen wir schon hin. Was können Sie mir zum Schausteller sagen? Ich war beim Schausteller. Können Sie mir mehr über ihn sagen? Na, er ist ein schräger Vogel, ein Trickser, behauptet Magier zu sein. Oder sogar ein Wahrsager. Er nutzt die Leichtgläubigkeit der Leute aus. Vor Jahren habe ich ihm deswegen noch Vorwürfe gemacht. Aber heute nicht mehr. Warum sollte man die Dummheit der Leute nicht ausnutzen? Niemand zwingt sie, leichtgläubige Idioten zu sein, oder? Ich finde es nicht richtig. Das habe ich auch nicht erwartet. Was ist das? Was ist dort für ein Spiegel? Dieser Spiegel dort? Was hat es damit auf sich? Oh, das ist ein ganz besonderer Spiegel. Es ist ein magischer Spiegel. Sagt er einem, wer die Schönste im ganzen Land ist? Sagt er einem, wer die Schönste im ganzen Land ist? Nein, nein, nichts dergleichen. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Tor zu einer anderen Welt. Zum Wunderland? Ja. Nicht ganz. Es ist ein Tor zum Reich der Toten. Reich der Toten? Ja, so heißt es. Natürlich weiß das niemand so genau. Kein lebendes Wesen kann durch den Spiegel gehen. Nur Geister sind dazu in der Lage. Und davon gibt es hier nicht viele. Können Sie auch rauskommen? Naja, solange ich den Spiegel habe, ist noch nie jemand rein oder rausgegangen. Wie war das doch mal mit der Robe, Kollege? Was brauche ich noch mal, um mir eine Robe zu schneidern? Du brauchst einen Ballen magiegewirkten Stoff, eine magische Nadel mit Faden und du hast irgendetwas von einem Schnittmuster erzählt. Richtig. Okay, dann gehe ich mal wieder. Hau rein. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Okay, mir ist da gerade was eingefallen. Oder Moment mal. Nee. Okay, Nee. Tesa? Nee? Ah! Moment! Nein! Raus da! Rein da. Und rein da. Und rein da. Affe ist weg. Das heißt, wir können uns das Tintenfass nehmen. Kein Dämon, keine Gefahr. So, damit haben wir... Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Nur was? Und worauf? Das ist, gute Frage, gute Frage, gute Frage. Okay, so, nein, nein, nein. Okay, was bringt uns das? Der Trank könnte mir helfen, in die Kanalisation zu kommen. Ja, nee, das hilft uns doch nicht. Sag nicht, der Desktop ist schon wieder voll. Ich habe den gerade erst geleert. Dahin kann ich noch nicht. Okay, Leute. Ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Also, ciao, Leute.